Ich möchte immer noch behaupten, du hast verdammtes Glück gehabt. Beinahe hättest du das Schiff verloren, aber noch kann es auf dem Wasser treiben. Für die lange krieg ich allerdings nichts sagen. Du wirst rasch einen freundlich gesinnten Hafen finden wollen, vermute ich. Was, wenn es noch einen Sturm gibt? Then you sink. Dann versinkst du, okay. We will see your Defiant out to sea. Komm, wir werden deine Defiant in See stechen lassen. Und ich habe einen Verfolg freigeschalten. My Lord, we should address the matter of our ship's resources before we get underway. Der Hüter, jetzt da du wieder Kontrolle über die Playership, also die Defiant hast, ist es Zeit über die Leitung des Schiffs zu reden. 8 Munition, 12 Medizin, 7 Reparatur. Das war wahrscheinlich noch an Bord. It saddens me to inform you that we lost several crew and most of our provisions during the storm. Es schmerzt mich, Ihnen sagen zu müssen, dass wir etliche Besatzungsmitglieder und den Großteil unserer Vorräte dann stumm verloren haben. However, Port Marge appears to be well supplied, and I expect the recent disaster has left several sailors in want of a ship. Port Marge scheint allerdings gut versorgt zu sein, und ich vermute, dass die jüngste Katastrophe dazu geführt hat, dass nur einige Seefahrer zur Suche nach einem Schiff sind. I suggest we contract for additional supplies and crew before we return to open water, or our voyage may indeed be a short one. Ich schlage vor, wir sorgen uns um zusätzliche Vorräte und Besatzungsmitglieder, bevor wir wieder in See stechen. Ansonsten könnte unsere nächste Reise schneller vorüber sein, als uns lieb ist. Ja, Logbuch, da sind neue Sachen aufgetaucht in der Quest. Der betrunkene Seemann, der bessere Mann. Ja, das kennen wir beide. Die Ordnung wiederherstellen, Brücken abbrechen. Der bessere Mann? Ach so, das war der Unruhestifter in der Taverne. Ich muss mein Schiff mit Vorräten beladen, für jede längere Reise und Abdinger sind Munition, Medizin und Reparaturmaterial. Kaufe Reparaturvorräte, Kanonenkugeln und medizinische Vorräte für dein Schiff. Ich finde Verkäufer für diese Art von Waren in jeder Hafenstadt. Ich habe ein paar Kanonenkugeln für mein Schiff beschafft. Ich habe ein paar Reparaturvorräte für mein Schiff beschafft, weil ich eine Kanonenkugel gekauft habe. Rumpfmannschaft. Die Defiance ist bereit, wieder in See zu stechen. Ein Großteil ihrer Mannschaft wird nach dem Sturm jedoch vermisst oder ist tot. Ich muss weitere Seeleute anheuern, um die Gefahren auf offener See sicher meistern zu können. Ich habe genügend Seeleute rekrutiert, um mein Schiff einigermaßen effizient segeln zu können. 5 Besatzungsmitglieder sollten vorerst ausreichen, um die Defiance segeln zu können. Ich finde Seeleute auf der Suche nach Arbeit, indem ich mit dem Gastwirten in einer Hafenstadt spreche. Ein Besatzungsmitglied angehört noch 4 übrig. Ich sollte noch 3 Seeleute. Ich habe 3 Seeleute gefunden und brauche noch 2. Ich brauche nur noch ein weiteres Besatzungsmitglied. Ja, und einer ist verletzt. Ja, gucken wir uns mal. Ach, so kann ich auf das Schiffsdeck zugreifen. Gut. Das sieht jetzt mal richtig cool aus. Ich kann sogar unter Deck gehen. Wahrscheinlich sind dort die restlichen Leute. Ich habe 2 Kanonen auf der Seite. Da stimmt wohl was nicht. Ich habe 2 Kanonen einfach auf der Seite. Weil wahrscheinlich eine Kanone als 2 zählt. Ja, scheint so der Fall zu sein. Matrose und Kanonier, Kanonier, Chirurg, Bootsmann und Steuermann, deswegen sitzt du da ganz gut.
Du warst Kanonier, also kommst du an die zweite Kanone. Du bist nur als Matrose gut, also bleibst du da vorne. Novize-Kanonier, Novize-Kanonier, Novize-Steuermann. Erfahrener Matrose, ja, deswegen bist du Matrose. Du musst mal ruhen, dass wir deine Wunde versorgen können. So, und wie kann ich jetzt am besten Ausrüstung kaufen? Schuppenpanzer. Oder sollten wir dafür erstmal nach Port Maje hochsegeln? Meeresbegegnung. Die Begegnung davor sehr ein anderes Schiff. Während die Defiant Port Maje hinter sich lädt, beobachtest du beiläufig das Kommen und Gehen dutzender andere Schiffe. Die meisten davon Schiffe und Handelsboote, doch eines von ihnen steht aus dem Mast heraus. Auf der Steuerbordseite der Defiant kommt langsam eine majestätische und mit etlichen Kanonen bewaffnete Dao heran, wird größer, die Flagge, die hoch über ihren Segeln gehisst wurde, signalisiert Verhandlungsabsichten. Allerdings nähert sich die Dao mit aggressiver Geschwindigkeit, was darauf hindeutet, dass es schwer fallen dürfte, sie wieder vorzuschicken. Na gut, dann steuern wir auf sie zu. Du drehst das Steuerrad der Defiant gegen den Uhrzeigersinn. Das Schiff dreht sich rasch. Eine Seemöwe, die auf dem Vormast gesessen hat, fühlt sich dadurch gestört. Der Vogel gibt seiner Verärgerung durch einen großen weißen Klecks auf dem Deck Ausdruck. Du balancierst das Steuerrad aus und direkt auf die Dao zu. Die Dao schließt zügig auf und schon bald segelt das massige Schiff direkt neben der Defiant. Enterplanken kommen zum Vorschein und werden rasch auf dein Schiff geworfen. Die Säuleute der Dao brüllen dir zu, dass ihr Captain jetzt auf dein Schiff kommen wird. Etliche stark bewaffnete Männer überqueren die Planken und mustern Wasser um jeden Quadratzentimeter deines Schiffes. Die Menge teilt sich und macht Platz für ihren Kapitän, einen großen, gut gekleideten Mann. Er sieht dich an und zieht eine seiner sorgfältig gekämmten Augenbrauen hoch. Hinter dem Captain folgt im starken Kontrast zu diesem ein zerzauster Orleaner. Zwei Pistolengriffe ragen aus seinem Gürtel hervor und um seinen Zeigefinger wirbelt er beiläufig eine Pistole mit kurzem Lauf. Sein Gesicht ist eingerahmt mit langen, ungepflegten koboldblauen Haar und einem wild geflochtenen himmelblauen Bart und lässt das schiefe Lächeln, das dir zuwirft, beinahe sinister erscheinen. Irgendwie kommt mir das so vor wie der Typ hier aus dem Loading Screen, der links neben Edda steht. Cardinal, on behalf of the Principi San Patrina, I must request we meet in Parley. Ja, er sieht wirklich so aus. Ado, Wächter von Ketnur, also Ado ist wahrscheinlich Hallo, ja. Im Namen des Principi San Petena verlange ich eine Unterredung. Der breitschuldige Captain hebt ein Kinn als Begrüßung. Er lächelt, zeigt sich ein kleines Grübchen auf seiner linken Wange. Konntest du das nicht vorher fragen, bevor du unerlaubt an Bord meines Schiffs gekommen bist? Du hast meine Aufmerksamkeit. Aggressima, ich werde mich kurz fassen. Er verbeugt sich höflich. Ich habe einige fabelhafte Geschichten über deine Unternehmungen im Dürrwald gehört. Ehrlich gesagt bist du der erste Drachentöter, den ich je traf außerhalb seines Grabes. Some fools would seek to make a fortune by pilfering from one such as you. Einige Dummköpfe könnten versuchen, ihr Glück mit dir zu machen, indem sie etwas von dir stibitzen. He's done his research.
Might as well hear him out. Er hat nachgeforscht, da sollten wir ihm auch zuhören. Unter den Worten des Käpt'ns hörst du ein schwaches, aber beharrliches Summen. Es wird lauter, übertönt Forantes Stimme und da ist andere um dich herum. Niemand sonst scheint es zu bemerken. Eine Vision. Dollar kracht zwischen deine Ohren und du erkennst eine andere im sonnlich getauchte See hinter deinen Augen. Die Vision kommen lassen. Die Vision flitzen vor deinem geistigen Auge, flüchtig und zusammenhangslos. Eine Elfe, dunkelhaarig und von Kämpfen gezeichnet, schreitet über den Golf zwischen Schiffen hindurch. Sie gibt Forante die Hand und dich durchströmt eine Herzlichkeit, Aufregung, Stolz, Respekt. Die Bitterwelt schmilzt dahin wie Wachs in einer Lampe, die eine Kombüse erhält, in der es nach unverdünntem Rum und süßen Früchten riecht. Und Seemänner ihre Lieder singen und schwitzen. Die Szene wogt davon, eiskalt und kratzend, ersetzt mit der Besatzung an Deck, die ernst zusieht, wie Forante einen der ihren an der Kehle packt. Nein, nicht einen der ihren, nicht mehr. Wer von der Familie steht, gehört nicht mehr zur Familie. Tränen und Schleim verunstalten den Mann, als Forante ihm seine Grabesrede gibt. Dieb oder nicht, sie schicken ihn nach Ondra, wie es die Tradition verlangt. Die Vision verschwindet und du findest dich auf dem Deck der Defiant wieder und blickst in Forantes Gesicht. Er hebt eine Augenbraue. I believe you have met such a fool. Captain Benweth of the Drake. Ich glaube, so ein Dummkopf ist dir begegnet. Captain Benweth von der Drake. Auch wenn seine Worte ernst waren, lächelt er breit und sein Grübchen gräbt sich tiefer in deine linke Wange. Ich erkenne das Werk eines Mediums, wenn ich es spüre. Sag Daimes, soll sich aus meinem Kopf fernhalten. Ich erinnere mich an Drake. Du sagst, dieser Captain Benweth war es, der mich angegriffen hat. Warte, wer sind die Prinzipi San Patrena? Und ein pettiger Begleiter ist? Erstmal soll das Medium sich aus meinem Kopf heraushalten. Dem blauen Orlaner steht der Mund leicht offen. Careful, Shiphunter. Mind that you do not confuse a useful skill set for a non-expendable one. Du kleines Stück Fußscheiße. Was? Vorsicht, Schiffsjäger. Pass auf, dass deine nützlichen Fähigkeiten nicht mit unersetzlichen verwechselst. Forante starrt Seraphan an. Der Orlaner tritt zurück, übergibt den Tadel und glotzt sich fragend an. Seine gelbgrünen Augen verengen sich unkoordiniert, als ob er versucht, sich an etwas zu erinnern. My apologies. Rest assured, it will not happen again. Verzeihung, seid ihr sicher, das wird nicht noch einmal passieren? Apologies, Captain. Didn't mean it really. We're up all night, you know, searching out our friend here. Tut mir leid, Captain. Das habe ich nicht so gemeint, ehrlich. Ich war die ganze Nacht auf, um unseren Freund hier ausfindig zu machen. Er sieht dich an. You've been at sea a while. Your mind starts playing tricks on you, eh? Well, mine plays tricks on others, too. Usually don't mean much. Maybe see a bit of shadow, hear a bit of tune. Not less a person sensitive. Like, say, a watcher. Du warst eine Weile auf See. Dein Verstand spielt hier schon einige Streiche, was? Meiner spielt auch Streiche mit anderen. Ist zwar meist nicht viel, vielleicht einen Schatten sehen, ein paar Geräusche hören. Außer die Person ist sensibel, wie ein Wächter zum Beispiel, er zwinkert. Fragen wir erstmal, wer die Prinzipi sind. This is the first you are hearing of us, truly? Du hörst wirklich zum ersten Mal von uns, seine Augenbrauen heben sich überrascht. Aber dann lächelt er lustig und neigte seinen Kopf zu, als wolle er dich in ein Geheimnis einweihen. We are a magnificent, but largely landless people. So we have come to own the sea. Wir sind ein großartiges, aber überwiegend landloses Volk. So haben wir uns die See zum Besitz gemacht. To survive, we must seize prosperity where we can. Hence, we are oft labeled as pirates, smugglers, merchants of illicit trade or mercenaries. Um überleben zu können, müssen wir Wohlstand erobern, wo wir nur können. Deshalb werden wir oft als Piratenschmuggler, illegale Händler oder Söldner bezeichnet. It will not always be so, but it is for now. Es wird nicht immer so sein, aber vorerst ist es so. Und wer ist dein petziger Begleiter? Allow me to introduce one of my more special acquisitions. A diamond in the rough, if you will. Seraphin is a magnificent ship hunter. In fact, he is how we track the ill. Entschuldigung. Darf ich dir eine meiner ganz besonderen Errungenschaften vorstellen? Ein Rohdiamant, wenn man es so will. Seraphan ist ein hervorragender Schiffsjäger. Genau genommen haben wir dich durch ihn gefunden.
Seraphans fellumrandete Lippen ziehen sich in den Ecken nach unten, als Forante spricht, und du spürst die Vibration in deinem inneren Ohr, die auf eine weitere Vision hindeutet. Dann lassen wir sie mal kommen. Prismatisches Licht explodiert hinter deinen Augen, als die Bilder dich überschwemmen. Der Bug eines Schiffes Bugspriet voran, suchend, Gedanken befreiend und Wellen durchschneidend, die winzigen Gedanken von Seeungeheuern, die darunter leuchten, die Seemöwen darüber, alle essen, sich vermehren, kacken, der unendliche Kreislauf. Was?